Bitte um anzufangen, die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente. Und sich jetzt einmal an den schönsten Glücksmoment erinnern, den man je gehabt hat. Und dieses Gefühl in sich noch einmal hochbringen. Dich damit füllen und umhüllen. Und jetzt dieses ganze Glück demjenigen schenken, der uns am nächsten sitzt. Sein Herz damit anfüllen. Und sich daran freuen, dass derjenige auch das gleiche Glück haben kann. Noch einmal die Glückseligkeit in sich selbst erleben, von dem schönsten Glücksmoment, an den man sich erinnern kann. Und dann das ganze Glück aus dem eigenen Herzen an die Eltern verschenken, ihre Herzen damit füllen, als Liebesgabe ihnen übergeben. Noch einmal das Glück in sich selbst zu spüren und dann an diejenigen verschenken, die uns am nächsten stehen, sie damit beglücken wollen, ihre Herzen damit anfüllen. Und noch einmal den schönsten, tiefsten Glücksmoment in sich hervorbringen und ihn dann an all die guten Freunde verschenken. Jedem Einzelnen das Herz damit anfüllen, als eine Liebesgabe, ein Zeichen der innigen Freundschaft. Den anderen beglücken zu wollen.
Jetzt denken wir an die Menschen, die uns oft begegnen und verschenken unser Glück an sie. Ihre Herzen können das Glück empfangen. Und wir sehen an den Gesichtern die Freude, die das bereitet. Wir lassen noch einmal den schönsten Glücksmoment in uns aufsteigen, fühlen uns damit und dann schenken wir dieses Glück den schwierigen Menschen in unserem Leben. Und sehen die Freude, die das bereitet. Und wie die Härte des Herzens die wir empfinden von einem schwierigen Menschen sich vollkommen auflöst. Das Glück und die Freude, die wir in uns tragen und empfinden, lassen wir jetzt aus uns herausfließen. Zu den Menschen nah und fern. Und verschenken sie als unsere Liebesgabe. Wir stellen uns die Menschen vor, die wir kennen, die wir nicht kennen, von denen wir wissen, von denen wir annehmen, dass sie vorhanden sind. Überall ist die Liebesgabe von innerem Glück willkommen. So können wir die Herzen vieler Menschen mit Glück füllen und berühren. Je mehr wir das Glück in uns selbst spüren, desto mehr können wir verschenken. Und jetzt lassen wir das Glück, das wir in uns tragen und verspüren, hinausfließen in die Natur um uns herum. Berge und Täler, Wiesen und Wälder, Bäume
und Sträucher, Flüsse, Ozeane. Überall lassen wir es hinfließen. Das mehr und mehr zu finden ist davon. Und jetzt lassen wir das Glück, das in uns lebt, hinausfließen in das Weltall, zum Himmel, zu den Wolken, zu den Sternen, zum Mond, zur Sonne, zu den Galaxien, soweit es uns möglich ist. Je mehr das Glücksgefühl sich verteilen und verbreiten kann, desto mehr davon existiert in der Welt und ist zugänglich für andere. Und jetzt lenken wir die Achtsamkeit wieder auf uns selbst. Spüren uns gefüllt und umhüllt von der Glückseligkeit, der Freude, dem tiefsten inneren Glück, das wir je kennengelernt haben. Und jetzt wollen wir dieses Gefühl des Glücks in uns verankern, in unserem Herzen, so verankern, dass wir jederzeit dazu Zugang haben. Mögen alle Menschen innere Glückseligkeit erleben.